Leute, willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Ja Leute, ich habe in dieser Folge folgende Sachen vor. Zum einen möchte ich... Ja, genau, ich möchte zum einen einen Hangar kaufen. Ich hatte gerade einen Blackout. Also ich will einen Hangar kaufen und dann möchte ich noch einen Gangangriff machen. Warum ich einen Gangangriff machen will, hat einfach folgenden Grund. Tagesziele. Zeige ich euch mal grad. Okay, ich habe noch an einem Team Deathmatch teilgenommen, hat er nicht gewertet. Gut, dann verzichte ich auch auf den Gangangriff. Dann bringt das auch nichts mehr. Ja, Leute, ich habe noch mal ein bisschen gespielt und auch noch mal ein bisschen Geld verdient. Ein bisschen. Und davon kaufen wir uns jetzt den Hangar. Ich habe auch schon einen rausgesucht. Da müssen wir hier auf Foreclosures. Und dann werden wir Bilderrad nochmal. Ich gucke hier nochmal durch. Ja, 1,3 Millionen, 1,6 Millionen, 1 Million. Hier wird es dann etwas günstiger mit 760.000 und hier 600.000. Also der günstigste Hangar. So, dann gehen wir mal hier auf Kaufen. Hangar-Stil. Oh, gibt es ja doch ganz hübsche Sachen. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ja, komm, nehmen wir mal. Beleuchtung. Nehmen wir gleich die. Bodendesign. Wir müssen jetzt auch aufpassen, dass wir nicht allzu viel prassen. Bodendesign können wir gerne so lassen. Büro. Modern finde ich eigentlich ganz cool. Ja, es ist aber schon ein großer Unterschied. Egal, gönnen wir uns ein bisschen. Wohnbereich lasse ich mal weg, kann ich aber später, soweit ich weiß, noch hinzufügen. Ich verzichte erstmal, kann ich mir nicht mal leisten hier. Gut, dann würde ich mal sagen, kaufen. Ja, passt auch so. Sehr gut. Ach, eine Kurban, eine Kurban, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Eine Kurban 800 ist dabei. Ich weiß nicht mal, was das ist, aber das werde ich ja wohl sehen. Gut, dann machen wir uns direkt auf den Weg. Ich will noch mal gerade gucken. Moment. Renovieren. Genau, ich kann noch Sachen hier hinzufügen. Passt. So, da sind Spieler. Ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht irgendwie an, aber die scheinen mit sich selbst beschäftigt zu sein. So, nächster Halt, neuer Hangar. Einmal hier durch. Ja, wir sind gefährlich unterwegs. Gefährlich schnell und gefährlich riskant. So, und jetzt nerven die ganzen Leute wieder. Ein Luftfrachtunternehmen zu verwalten und verschiedene Frachtarten zu beschaffen, zu lagern und mit Gewinn zu verkaufen. Ja, ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich hoffe mal, ich muss jetzt nicht noch allzu viel weiteres Geld investieren. Ja, es ist mir letzte Folge auch schon aufgefallen. Es gibt jetzt Attentatsmissionen. Also ich denke mal, wir haben was zu tun. Ein Hangar hat Stellfläche für eine riesige Auswahl an persönlichen Luftfahrzeugen, die du auf vostokcacheandcarry.com und elitastravel.com erwerben kannst. Luftfahrt. Und schon ist der Tipp weg. Aber ich denke mal, das Nötigste habe ich. Wir können da Luftfahrzeuge unterbringen und von Pegasus, glaube ich, können wir auch was anfordern. Probieren wir bei Zeit mal aus. Und da drüben ist Action. Ich höre schon Sirenen. Da treiben sie bestimmt Spökenkram. Ja, was ist hier los? Rasten hier komplett aus, bestimmt. Bei den ganzen Sirenen, die hier rumheulen. Naja, willkommen in Los Santos. Mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Achtung, ich komme durch. Ui. So, wir müssen gleich rechts runter. Damit wir auf die untere Ebene kommen. Moment, nee, Quatsch, links, genau. Der nächste Stalker. Ja. Bunker kann ich später noch kaufen. Warte mal, Ron hat doch gerade angerufen, glaube ich, ne? Der nervt ja wegen den Hangars. Er ruft mich an, obwohl ich bereits einen Hangar gekauft habe. Boah, okay.
Na gut, soll mich erstmal nicht weiter stören. Ja, unser Vermögen ist natürlich wieder geschmälert. Ja, danke. Danke, dass du mich vor die Wand hast fahren lassen, weil es ja auch eine Wand war. Okay, ich bin ruhig. So, der Hangar ist da drüben. Da steht ein Auto vor. Zwing mich nicht, das Auto wegzustoßen. So, ich bin da. Nonsense from you, and you'll join them. I've got a space weapon from Russia. A Russian hacker space weapon. And I'm going to liquidize you, just like I did to your friends. Yes, liquidize. Ow! Hey, hi. Oh, you trying to kill me? Oh God, no! Oh, oh, you're my new partner. You bought into the place. You're late. What kept you? Yeah, well, it's too late. Ah, that bastard my best friend? Oh, he's supposed to protect me forever? Then he goes all Vinewood on me. He's too important for Ron now. But he's a guru. He's a lifestyle coach. I don't know what he is. I bet he's got abs. Oh. I am so alone. I just shot two government agents in the head. I mean, I hope they're government agents. I'm screwed. We're screwed. Where's that mechanic? Oh, I mean, that's the only reason I let them in. Because I thought it was gonna be him. Ooh, who's that? Hey, boss. Hey, boss. Oh, hey, boss, is that what I get? Well, you're getting a sandwich, I'm getting killed. These two people came to kill me. Not him. He's your new boss. Well, a co-boss with me. This is Charlie. He was in the Air Force. He was accused of a crime he didn't commit. Innocent mistake. Planes crash. He was the fall guy. You know how the deep state is. Charlie, get to work. Ignore the corpses. So, anyway, business is good and business is bad. Now that's a problem. On one hand, we've got more orders than we can possibly handle. And on the other, I'll be surprised if we're not killed in the next 48 hours. Come on, let me give you a tour. Then I can deal with this mess while you get to work. It's really pretty obvious. Okay, now, this is the office where equal partners, you, senior partner, run the business. Now, this is the computer. It's very secure. We lose this, we're all dead men. This is where the jobs come through. Yeah? So you can check it out? Okay? Okay, let's move on. Now, back here is where we store cargo. Now, nothing too dodgy. Mostly untaxed cigarettes, stolen pharmaceuticals, and industrial chemicals. But we'll run pretty much anything. Now, back there is where you can store any aircraft that you haven't left out here on the main floor. Got plenty of room. I think we can probably take all the planes we'd need. But then, I've never had more than one. Now, over there is where we can put an aircraft workshop if we want. I mean, it was your call, of course. I mean, Charlie obviously would be grateful for the work. Right, Charlie? Ha! No, hey, he's a brilliant engineer. He's an avionic mastermind. Just strangely underemployed. You get along great. Give me a hand with these bodies. Oh, I better dump these at sea. Ah! Ooh! Then I got a little radio thing, but I'll be in touch. I am so glad you're here. You're the best friend I've had, and I mean that. Don't let me down! Thank you.
Ein äußerst komischer Typ. Okay. Schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Also der Hangar, der ist groß. What a surprise. Okay, das Verwaltungsmenü ist da. Weiß ich Bescheid. Der Computer ist irgendwo in die Richtung. Ja, kommt der Sache schon näher. Da muss ich hier hoch. Muss eindeutig hoch. Ja, sieht doch schon besser aus. Ich muss anscheinend hier rein. Jawohl. Ja, das sieht cool aus, das Büro. Was ist hier? Irgendwelches Gedöns, was keiner braucht. Na komm, raus mit dir. Ja, sieht aber cool aus. Dann setze ich mich mal an den Computer und dann steigen wir ein. MC Präsident. Gut, wir haben ja schon einen Motorradclub. Dann machen wir einfach mal den hier. Los einrichten. Enterprise. Here's to new friends being better than old ones, old dogs learning new tricks, and this all being a computer simulation anyway. So who cares if we go to prison? The AI has already won. Our first target's a lost MC cargo shipment. Take out the guards and bring the plane to the hangar. Once there's some stock in the system, the app will go online. Alles klar, gehen wir es mal an. Wo ist die Mogul? What the fuck? Ach so, Symbole. Oder nee. Ah nee, ist mir gerade egal. So, die ist da oben. Dann fahren wir mal los. Wir werden bestimmt auf Widerstand stoßen. Ja, ich hoffe mal, wir verdienen einiges an Kohle mit dem Unternehmen. Dann muss man erst das Tor aufmachen. Danke. Und die Schranke bei der Gelegenheit auch. Danke. Dann fahren wir mal Richtung Mogul. Rum. Oh, ja. Shit. Schade. Wäre zu geil gewesen. Aber gut, wir hatten einen guten Flug. Das ist ja auch schon mal was. Ich hoffe mal, dass die anderen Spieler uns jetzt nicht irgendwie dazwischen grätschen. Können die uns überhaupt zwischen grätschen? Bestimmt. Das Spiel fühlt sich übrigens gerade wieder ein bisschen unflüssig an. Ui, das ist das Auto der Police. What the fuck, Alter, der nimmt hier gerade alles auseinander. Oh shit. Weg hier. Los, weg hier, Kollegen. Hier wird schon wieder scharf geschossen. So, ich gehe mal rüber. Weil ich möchte Umwege vermeiden, auch wenn sie noch so kurz sind. Dann habe ich schon zwei Unternehmen am Start. Die Fälscherei und jetzt auch noch Luftfrachtunternehmen. Richtig geil. Huch, oh, shit. Das war auch wieder so eine gefährliche Sache. Na gut, ich denke mal, ich habe das oft genug kommentiert. Ja. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich sag ja, ich werde bestimmt auf Widerstand stoßen. So, Controller zur Seite, Tastatur her. Ich bin ans Mikro gekommen. Sorry, falls man das gehört hat. Irgendwelche Mucker hier? Ja doch, da stehen welche. Aber die kann ich, glaube ich, aus der Ferne ausschalten. So. Nummer 1. Nummer 2. Das ist aber verdächtig ruhig hier. Ich schnapp mir mal, was die so bei sich hatten. Munition. Auch okay. Der Laden ist leer. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, rein in die Kiste. Ach, hat die so ein Geschütz? Ach, wie geil. Okay, rein. Ich hoffe nur, ich schaff's jetzt hier irgendwie zu starten.
Komm hoch mit dir, du Ding. Hoch, sehr gut. Fahrwerk rein. Ist auf jeden Fall ein richtig dickes Flugzeug. Ich freue mich schon richtig drauf, damit Fracht zu transportieren. Uiuiui. Jetzt wird's interessant. Ja, jetzt sollte die eigentlich ganz gut loswerden. Auf Fahndungsstufe 2 schicken sie ja nicht mal einen Helikopter los. Ach. Geil. Da muss nicht mal jemand am Geschütz sitzen. Ach. Blödsinn. Ja, das kommt, glaube ich, aus dem Buch. Ja. Ist trotzdem cool. Da wäre ich sie los, die Cops. Ich flieg mal ein bisschen höher. Oh, da ist... Da ist Gefahr. Und der dreht sich in meine Richtung, aber nee, der fliegt wieder weg. Wie sieht die Maschine von innen aus? Zweckmäßig, aber okay. Ich mag Sachen, die zweckmäßig sind. Wenn sie nicht besonders scheiße aussehen. So, ich versuche mal hier eine professionelle Landung. Oh, da ist ein Spieler. Ich hoffe mal, der grät schätzt sich rein. Ah! Alter. Shit. Hätte ich mitrechnen müssen. Neuer Versuch, würde ich sagen. Kann ich mich rächen? Nee, der ist außer Reichweite. Jetzt darf ich zum Hangar laufen. Da war ich ein bisschen naiv. Ist hier irgendwo ein Fahrzeug? Ja doch, da vorne. Oder nee, schade. Sind nur Rollen für die Brücken. Da ist er wieder. Geh weg. Kleiner Stalker. Oh, weg mit dem. Okay, erwischt habe ich den jetzt, glaube ich, nicht. Hey, Partner, do you see those shipments marked on your GPS? Alles klar, danke schön. Besten Dank. Solche Ratten gibt's leider. Die fixieren sich auf dich. Leider, leider. Alter, chillt mal. Oh shit. Oh. Ach du Himmel. Oh mein Gott. Geht's ja auch nicht zur Sache. Oh shit, oh shit. Jungs, jetzt kommt mal runter. Rastet mal nicht so aus. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ja, super. Super. Bleibt nichts anderes zu sagen. Aber ich bin jetzt wieder am Hangar. Ich hoffe nur, der lässt mich jetzt in Ruhe. Wenn ich mich nicht wehre, dann hört er vielleicht auf. Aber schneller ab. Dann versuchen wir es jetzt nochmal. Ich muss da die Treppe hoch. Ich glaube, diesmal fahre ich mit dem Sportwagen da vorne. Moment, ja. Genau, hier muss ich rein. Dann melden wir uns mal an. Genau einrichten. Versuchen wir es nochmal. Wird die Folge jetzt meinetwegen auch etwas länger? Ja, komm. Dasselbe Ziel wie eben. Mogul ist da unten. Los, schnell, 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 schnell. Ach, jetzt ist er da. Das macht's einfacher. Huch.
The fuck? Lass mich an Steuer. Ach. Okay. Das ist gar nicht mein Fahrzeug. Schade. Ah! Wow! Chill mal. Digi. Chill mal runter. Chill mal runter hier. Ich glaube, die wollen mich jetzt mobben hier. Boah, welches Genie kam denn auf die Idee, das Motorrad hier zu platzieren? Aber wenigstens komme ich hier gut rein. Hier werden gerne Faxen gemacht auf dem Rollfeld. Habe ich das Gefühl. What the f- Okay, besser nichts sagen. So, schnell weg hier. Digga, mach jetzt keine Dummheiten. Böse. Schön da bleiben. So ist fein. Keine Zeit verlieren hier. Ich versuche es jetzt noch einmal. Noch keinen Sprung, einfach fahren. Boah, jetzt habe ich gerade richtige Frame Drops, warum auch immer. Aua, das tat weh. Das tat weh. Sag bloß, ich stehe jetzt hier mitten auf der Autobahn. Hä? Was? Alter, hier wird richtig übel geschossen. Oh, oh, oh. Das riecht nach Ärgern. Nach Ärgern. Ob ich es hier runter zu springen? Ich heile mich vorher. Okay, scheiß drauf. Hat nichts zu verlieren. Boah, Alter, war das knapp. Ach, ist dieser im Kanal. Ja, da ist er. Dann machen wir uns mal auf den Weg dahin. Ich wechsle wieder das Eingabegerät. So. Zack. Zack. Sehr gut. Alles weitere klären wir dann mit dem Sturmgewehr. Aber es gibt anscheinend nichts mehr zu klären. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen was mit. Bargeld, meinetwegen. Und jetzt ab in Bewegung. Oh, wir schleifen schon die Wand. Alter. Welches Genie hat das Flugzeug hier deponiert? Welcher? Welcher Depp? Entschuldigung. Und hoch die Möhre. Jetzt sehen sie mich alle. Zieh mal die Kiste hoch. Ah ja. Wisst ihr was? Machen wir es jetzt mal kurz und schmerzlos. Ruf mal Onkel Lester mal an. Jetzt ist er nämlich auch ruhig. Nicht, dass es wieder unruhig ist, wenn ich kopflos bin. Ach, sind doch noch da. Och nö. Och nö. Oh scheiße, sind ja immer noch da. Die geiern richtig, Alter. Nee, der andere ist da noch. Also weg sind sie. Was soll ich riskieren? Soll ich jetzt einfach irgendwie so waghalsig landen? Egal, no risk, no fun. Das ist mein Motto. Komm, schnell, ich muss in den grünen Bereich. Natürlich ist er grün. Er ist grün, nicht gelb. Komm. Rein. Rein mit dir. Ja, geschafft. Sehr gut. Wunderbar. Nailed it. Ja, Leute. Jetzt haben wir es geschafft. Ich habe übrigens Gesellschaft vom Kater. Leute, ich würde sagen, ich danke euch fürs Zuschauen bei der Folge von GTA Online. Mich würde es freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn die Folge gefallen hat.
Ja, Tiger, geh mal zur Seite. Okay, we're in business. The cargo's been logged and the system's online. Let's get to work and let's hope maximum security jails are somehow more pleasant in computer simulations than they would be if this was all actually real life. Dieser Ron ist ein echt komischer Typ. Leute, danke fürs Zuschauen, ich bin raus. Ciao.